Wurde ich gefragt, was mein Bezug zum Fußball ist. Olympiasiegerin? Nein. Ex-Nationalspielerin? Auch nicht. Fußballexpertin? Fehlanzeige. Bis auf den ein oder anderen Besuch in der Fankurve ist mein Bezug zum Fußball fast gar nicht vorhanden. Wieso stehe dann ausgerechnet ich hier? Weil das, was auf dem Feld passiert und vor allem all das, was drumherum stattfindet, Spiegel und Stimmungsbild unserer Gesellschaft ist. Und dafür interessiere und engagiere ich mich tagtäglich. Wenn es um Chancengleichheit, Diversität, Rechte für LGBTQIA+ geht, trage ich Verantwortung. Wenn es um Zugänge schaffen geht, politische Forderungen stellen und verkrustete Strukturen aufbrechen, bin ich ganz vorne mit dabei. Und genau darum stehe ich heute hier und heiße euch herzlich willkommen zum Kickoff Congress der Female Football Academy. Mein Name ist Yolanda Rother. Ich bin Gründerin eines Diversitätsunternehmens, Moderatorin und waschechte Berlinerin. Ich freue mich riesig, Sie und euch alle, liebe ZuschauerInnen und Zuschauer, Fußballbegeisterte, Eltern, Kinder, Trainerinnen und Trainer, Partner und Freunde durch ein vollgepacktes Programm zu führen. Die nächsten beiden Tage stehen im Zeichen des Frauenfußballs. Wie sahen die Anfänge aus? Wo stehen wir heute? Und was bringt die Zukunft? Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Welche Strukturen müssen wir ändern? Wo kann man ganz konkret anpacken? All das und mehr besprechen wir in der Female Football Academy. Und es ist nur der Start. Die Female Football Academy ist eine Plattform, die sich diesen Fragestellungen ganzjährig, aktiv und emanzipatorisch stellt. Die Female Football Academy dient der weltweiten Vernetzung von Akteurinnen. Wir möchten eine langfristige Grundlage für verstärktes öffentliches Interesse, steigende ZuschauerInnenzahlen und letztlich neue Absatzmärkte schaffen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern vorantreiben. Und dieser Frauenfußballkongress soll ein erster Anstoß zur größeren Gerechtigkeit und Diversität innerhalb des Frauen- und Männerfußballs sein. Vielschichtige Fragestellungen zur Diversität im Frauenfußball, die beantworten wir jetzt. Geil. Und das Ganze geht nur gemeinsam. Deswegen bin ich auch nicht alleine hier. Bevor wir in das Programm eintauchen, freue ich mich sehr, euch, meine wunderbare Co-Moderatorin, begrüßen zu dürfen. Olympiasiegerin, Champions League-Siegerin und Präsidentschaftskandidatin für Turbine Potsdam. Herzlich willkommen, Tabea Kemme. Hey! Hi! Den Anpfiff verpasse ich selten, deswegen freue ich mich für den Start heute. Ja, super. Tabea, du bist Expertin und wirst uns an diesen beiden Tagen fachlich begleiten. Ich freue mich schon echt sehr auf den Austausch mit dir. Worauf freust du dich eigentlich am meisten bei der Female Football Academy? Na, an sich, ne, wie du es vorhin ja auch gesagt hast, quasi einen Startkick zu geben für das, was meine Leidenschaft seit vielen, vielen Jahren ist, in unterschiedlichen Kulturen einen Einblick gewinnen zu dürfen. Das macht ja bisher meine Vergangenheit oder auch jetzt meine Gegenwart aus. Und das quasi mitteilen zu wollen und zu sagen, okay, was ist der Ist-Stand? Und anhand dessen einfach das transparent zu gestalten und zu sagen, auch ganz klar, wo wollen wir hin und das übereinander zu legen und dann sehen, an welchen Schnittstellen wir einfach ordentlich zu arbeiten haben. Ja, ich denke, es gibt echt viel, woran wir arbeiten können. Ich bin auch echt gespannt auf die Inputs in den verschiedenen Sessions. Aber wieso braucht es deiner Meinung nach ein unabhängiges Forum wie dieses hier, wie die Female Football Academy? Na, es ist ja letztlich auch damit verbunden, dass wir einen ganz klaren Startschuss haben, zu sagen, okay, welche Informationen, mit welchen Grenzen auch derzeit wir zu arbeiten haben, was der Background auch ist und von daher diese Ist-Analyse, wovon ich ja schon sprach, zu starten und
total unabhängig, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ranzugehen, damit wir keine Abhängigkeiten haben, zu sagen, okay, da müssen wir aber aufpassen, weil, ob es jetzt rechtlich her gesehen ist oder auch anderen Aspekten. Und ich glaube, das ist diese Freiheit, die die Academy auch braucht. Ja, sehr gut. Sehe ich genauso. Und magst du uns schon etwas zu deiner Session verraten? Du hast ja heute gleich auch noch einen ganz kleinen Vortrag. Ja, genau. Ich würde gerne einfach so innerhalb von 20 Minuten, um auch den Zuschauern das dann danach zu ermöglichen, Fragen zu stellen, zu sagen, okay, so sehr wie die Theorie ja auch vorangeht und auch lebt, die Praxis mag oftmals immer noch eine andere zu sein. Und dass ich einfach von dem Erlebten, so mit welchen Hürden ich in der Vergangenheit als Athletin, wie auch jetzt aktuell mit meinem Anstreben im Frauenfußball einfach, die ich überspringen muss und wie viele Steine mir auch in den Weg gelegen wird, anhand dessen nicht immer nur zu sagen, okay, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich bin sehr gespannt auf deine Session. Ich würde sagen, lass uns doch mal hinsetzen und schauen, was uns die nächsten beiden Tage erwartet. Okay, ein Überblick des Programms. Wir haben heute und morgen von jeweils 16 bis 20 Uhr diesen Kickoff-Kongress der Female Football Academy. Das sind 8 prall gefüllte Stunden. Wir werden über Diversity sprechen, SpielerInnenberatung, aber auch uns den College-Fußball in den USA anschauen und uns zur Zukunft des Female Football Academy selbst austauschen. Da erwartet uns nämlich auch ein ziemlich cooles Highlight. Morgen geht es dann weiter mit zum Beispiel einem internationalen Vergleich des Mädchenfußballs, Sponsoring aus dem Hause DFB und Co. und wie das Training mit dem Menstruationszyklus optimiert werden kann. Das Ganze findet heute zum ersten Mal statt und wir freuen uns riesig, Teil einer größeren Konferenz zu sein, nämlich der digitalen Gesellschaftskonferenz Republika. Die Republika ist die leitende Konferenz rund um die Themen Internet und digitale Gesellschaft und für all die, die gerade von der Republika aus zuschalten, ein ganz großes Hallo.